wir das Eisen? Da haben wir das Eisen. Schon mal ein bisschen Eisen einschmelzen. Steine, Hartholz. Das sind Geoden. Wie sieht es bei den Steinchen hier oben aus? Topaze haben wir, Aquamarine haben wir. Jade haben wir. Die können wir da noch reinschmeißen. Die Frozen Tears brauchen wir ein paar mehr. Zack. Zack, zack, zack. Lohnt sich. Nein. Doch. Doch, nein, nein. Hier. Zack. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ihr könnt auch mal kurz weg. Zack, 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 zack. So, jetzt könnt ihr wieder her. Gießen. Bleibt uns ja leider nicht erspart. So, hier können wir wieder ein bisschen was ernten. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir gleich unser Zeug einpacken aus der Kiste. Damit wir auch ja einen guten Platz kriegen, hoffentlich. So, hier können wir erstmal Fett abernten. Cranberries. Ja, das klingt doch gut. Ich sag ja, mit der Ernte kommen wir dicke über den Winter mit der Cranberry-Ernte. Das sind dann wahrscheinlich sogar noch zu viele. So, Kätzchen, wo bist du? Du bist nicht da. Du bist da. Okay. Kurz mal Pilze gucken. Pilze sind auch wieder reif. So, Pilze. Hühner? Nein, die sind alle schon draußen. Fuck. Da fehlt eins. Da fehlt ein Huhn. Ist das vielleicht noch drin? Ist es nicht. Ich habe vergessen. Ja klar, habe ich vergessen, den Stall zuzumachen. Wir mussten ins Bett. Ach, egal. Gibt's Schlimmeres? Es gibt definitiv Schlimmeres. So. Ich hatte dich schon. Wo ist denn jetzt das eine Huhn, das fehlt? Ein Huhn fehlt. Da ist es. Zack. Es ist 9.20 Uhr. Es müsste also schon losgegangen sein, glaube ich. Jetzt schmeißen wir erstmal ein bisschen was in den Kühlschrank. Aus Faulheit. So. Das nehmen wir mit, das ist geerntet, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. So, ablegen. Das verkaufe. Und dann können wir los. Dann sind wir soweit. Es müsste eigentlich schon eröffnet sein. Jo. Und da sind wir auf dem Jahrmarkt. Ja. Zum Shop brauchen wir noch nicht gehen. Der lohnt sich noch nicht. Major Lewis brauchen wir auch noch nicht ansprechen. Hier können wir schon mal ausstellen. So. Und dann können wir jetzt mit dem Major sprechen.
Nun, Mel, es ist der große Tag. Unser wichtigstes Festival des Jahres, der Stardew Valley Jahrmarkt. Wenn du auch hier so ein Display ausfüllen willst, ich hab dir einen leeren stehen lassen. Lass mich einfach wissen, wenn du fertig bist, damit ich anfangen kann, es zu bewerten. Ja, er kann anfangen. Bist du schon fertig, dabei dein Display zu arrangieren? Jo. So, und jetzt müsste er gleich loswandern, genau. Ups, da haben wir ihm den Weg versperrt. Jetzt schaut er sich die alle an. Oh, kann ich hier anquatschen dabei? Nein, kann ich nicht. Letzter können wir auf jeden Fall nicht werden, das weiß ich. So, und da kommt er wieder. Wird sich jetzt gleich hier irgendwo hinstellen. Und, na. Dein Display wurde bewertet. Geh zu Major Lewis zurück. Ja, bin ich doch schon. Hey, nicht schlecht. Du hast den zweiten Platz gewonnen mit einem Rating von 88. Nächstes Jahr mache ich dich fertig. Dein Preis sind 500 Star-Tokens. Gib sie weise aus. Oh, und vergiss nicht, deine Display-Box wieder auszuräumen. Ja, wir nehmen das jetzt erstmal alles wieder artig mit. Ich pack's mal unten rein. Das werden wir dann eh alles verkaufen, wenn wir wieder zu Hause sind. Zack, okay. So, 500 Star-Tokens. Und jetzt können wir hier so ein bisschen... Slingshot-Game. Na gut, ich spiele jetzt mal. Einmal wenigstens für euch. Ich hasse die Slingshot. Na. Ich hasse die Slingshot. Ja, natürlich. Mehr schieße ich nicht. Okay, ich schieße da noch ein. Yay! Jeder Schuss ein Treffer. Naja, fast. Wir haben einen Score von 17. Ja. 100%! Mal 4. 25 Star-Tokens. Na, immerhin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Bei der Dame hier können wir unser echtes Money hier oben gegen Tokens eintauschen. Das möchte ich nicht. Wir gehen eine Runde angeln. Try your hand at some fishing. Ja, natürlich. Ich finde es nur ehrlich gesagt echt assi, dass wir hier erst ranlaufen müssen. Das kostet Zeit. Und Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Geld ist Luxus. Meins. Wir müssen übrigens echt versuchen, die perfekt zu fangen. Das gibt Bonus. Und hier ist der Bonus schon verkackt für den Fisch. Na. Abgesehen davon, dass das eigentlich auch schneller vonstatten geht. Wenn man so einen Fisch fängt, ohne den einmal aus dem Balken zu verlieren. Ich hätte vielleicht vorher ein bisschen nochmal angeln sollen. Wir haben jetzt schon einen Score von 54. Was heißt schon? Ja. Na, das war nix. Nein, verdammt. Komm, Fisch. 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 Ja,
Ja, sei ein artiger. Sei ein artiger Fisch. Sei ein artiger Fisch. Sei ein artiger Fisch. Sei ein artiger Fisch. Oh, 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 schneller. Schneller. Fisch. 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 Verdammt. Naja, 102. Kann man machen. 6 Fische gefangen. 162 Perfektionsbonus. Es lohnt sich. Irgendwo hat es sich ja doch gelohnt. So. Ich will jetzt erstmal Star-Tokens sammeln aus Gründen. Also spielen wir noch bei diesem jungen Mann hier. Und meistens ist es ganz clever, auf grün zu wetten. Und einmal drehen, bitte. Und es ist grün. Nee. Entschuldigung. So, und wir wetten wieder auf grün. Na komm, wir gehen mal ein bisschen mehr auf Risiko. Ich brauche über 2000 Star-Tokens. Und es ist wieder grün. Und nochmal. Ich riskiere nochmal ein bisschen mehr. Das Gute ist halt, dass man hier am Glücksrad wesentlich mehr Tokens kriegen kann, als zum Beispiel beim Fischen. Es ist immer noch grün. Na komm, bevor es langweilig wird, gehen wir mal uns kurz umgucken. Hier gibt es zum Beispiel noch einen sehr lustig aussehenden Clown. Der sieht so lustig aus. Hier unten gibt es eine Wahrsagerin. Zu der gehen wir mal hin. Zu der gehen wir auf jeden Fall mal hin. Ja, leider müssen wir hier echtes Gold ausgeben. Also echtes Geld. Unser hart verdientes Geld. Nicht die Tokens, aber ist egal. Ah, wahrlich. Ich sehe dich in einem Raum. Du hast eine Unterhaltung mit einem Mann. Oh, es ist Linus. Ihr scheint ziemlich enge Freunde zu sein. Jetzt sehe ich dich und Sebastian auf einem Grasfeld. Ihr scheint glücklich. Der Kristallball hat sich bewegt. Ah, du bist im Kampf. Da ist etwas Gefährliches im tiefen Dunkel. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, ihm entgegenzutreten. Ah, der Ball ist undurchsichtig geworden. Das ist alles, was ich dir für jetzt sagen kann, junges Ding. Nun behalte einfach nur im Kopf, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir erzählt habe, kann sich immer noch ändern, wenn dir danach ist. Nun denn. Also laut momentaner Prognose dieser Dame soll Sebastian unser Mann werden. Linus ist unser bester Freund, das ist ersichtlich, bei dem haben wir die meisten Herzen. Sebastian soll unser Mann werden. Das bedeutet nämlich die zweite Aussage. Die zweite Aussage ist dann immer das von den Singles, wo man die besten Chancen momentan hat. Aber wie viele Herzen haben wir denn bei Sebastian? Wir haben noch bei dem auch nur eins, oder? Aber wahrscheinlich, weil er ganz oben steht. Deswegen bestimmt. Was kann ich mir denn schon leisten? Ich kann mir schon mal die Scarecrow holen. Die will ich auf jeden Fall haben. Der Rest interessiert mich hier eigentlich nicht. Den Stardrop will ich noch. Deswegen meinte ich ja vorhin, ich brauche über 2000 Star-Tokens. So, wir wetten wieder auf grün. Jetzt machen wir aber nur 50, wir haben nicht mehr so viel. Es passiert natürlich auch zwischendurch mal, dass es auf orange stehen bleibt, aber man ist sehr gut beraten, einfach immer auf grün zu wetten. Grün. Ja doch, 50. Los geht's. Man sollte halt nur nicht... Ja, jetzt ist es zum Beispiel mal orange geworden. Deswegen sollte man nicht unbedingt alles setzen, was man hat. Grün. 50. Da müsst ihr jetzt leider durch. Ich will den Stardrop haben, aus Gründen. Es wird wieder orange. Aber die nächste Runde sollte wieder grün werden. Grün. 50. Bitte enttäuscht mich jetzt nicht.
Na, es wird wieder orange. Okay, wir müssen mal eben angeln gehen. Dann gehen wir mal wieder angeln und geben ein bisschen Gold aus. Ja, nu, geh ran, Mädchen. Fisch. Mann, verarsch mich doch, du dummer Fisch. Nummer 3. Bin ich bockig. So, was machst du denn? Nummer 4. Noch 36 Sekunden. Fisch. Hallo. Geht doch. Nummer 5. Komm, Fisch, 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 Fisch. Oh, bitte, 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 Fisch. Mann! Das Gute ist, wenn dann nochmal ein Fisch anbeißen würde, kurz bevor die Zeit rum ist, darf man den noch fangen. Aber ich glaube, man schafft im Durchschnitt auch nur 6 Fische zu fangen. So, jetzt haben wir ja 200 Tokens. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen... Ich mache mal erstmal nur 35. Und das wird wieder grün. Im Zweifel müssen wir ja zwischendurch immer mal was anderes hier spielen. 50. Und natürlich wird es orange. Das war ja klar. 50. Und jetzt wird es wieder grün. Oh, halt, erstmal grün. 50. Na, ah, ganz knapp, aber es war noch grün. 50. Kann eine Weile dauern. Kann eine Weile dauern. Ja, endlich! Endlich haben wir die, die 2000 geknackt. Gott sei Dank. Ich habe euch jetzt den Weg hierhin erspart, ja, weil ich gnädig bin. Hab ich das rausgeschnitten, hoffe ich doch. Hab auch ein bisschen an meinen Soundeinstellungen noch rumgespielt währenddessen und musste dann auch noch feststellen, dass meine Kopfhörer gar nicht richtig eingesteckt waren. Denn ich habe mir das jetzt hier so eingestellt, weil ich endlich rausgefunden habe, wo das geht, wie das geht. Beziehungsweise es wollte vorher nicht richtig gehen, jetzt geht es aber doch, dass ich mich über die Kopfhörer selber höre, auch. Und ich hoffe, dass der Ton, die Tonaufnahme vorher überhaupt vernünftig war, denn wie gesagt, meine Kopfhörer waren gar nicht richtig eingesteckt. Falls nicht, möchte ich mich hier mit in aller Form entschuldigen und wir können uns jetzt endlich den Star-Drop holen. Endlich. You found a Star Drop. Also wir haben einen Star Drop gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an Schoki. Ja,
Das war das, was wir ganz am Anfang angegeben haben, was wir mögen. Schoki. Und unsere Energie, unser Max-Level an Energie ist gestiegen. Und hier oben geht es übrigens auch noch hin. Hier ist Fett Barbecue. Ja, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber ich nehme ja gerade für euch auf. Ich kann ja sogar ja kein Barbecue machen. Ja, wir wollen das Festival verlassen. Alter, das war jetzt eine schwere Geburt mit den Tokens. Das hat echt lange gedauert. Und plötzlich ist es 10 Uhr abends. Ja, ist ja schön. Ja, ist doch gut. Mann. Ich glaube, ich muss aber gleich nochmal ganz kurz was beim Zaun machen. Ich schaue mich gerade so ein bisschen schrecklich an. Na, na. So, ein bisschen was verkaufen. Ein bisschen. Ein bisschen nur. Dich stellen wir mal hier auf. Dich machen wir voll. So, dann noch schnell zu den Hühnern rüber. Den Stall dicht machen. Die Mayo holen wir uns morgen früh. Na, nicht gießen, Mädchen. Unmöglich. Und dann gehen wir erstmal ab ins Bettchen. Zack. Wir könnten ja mal noch gucken, was der Fernseher sagt. Oh, keine Queen of Souls. Dann erstmal ins Bettchen. Gute Nacht. Ich guck mal ganz kurz. Ganz kurz nochmal wegen dem Sound. Moment.